Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Automarschef. Es geht wieder weiter. So, wir hätten anzubieten Level 26 volles Rohr. Ja, da muss ich gerade irgendwie an Werner denken. Ja. So, und Familienzeit hätten wir als optionale Mission. Ich meine, vom Aufwand her könnten beide wahrscheinlich gleichwertig sein. Wobei ich mir denke, dass die aufwendiger ist, weil wir 80 Menüs auch brauchen hier. Ja, aber das ist... Naja, ob man es daraus ablesen kann, was hier an Daten dran stehen. Ne? Also hier 380 Zutaten und hier 600 Zutaten Limit. Ja, und halt eine Menge mehr Strom noch. Aber hier noch 25 Menüs. Ne? Also Familienzeit. Ich würde gerne eigentlich die C5 hier machen. Ja, wir machen es einfach. So. Punkt aus und ist es schon erledigt, optional hier. Ja, es ist ja immer so, wie ich es auch in vielen Rollenplay-Spielen da mache, dass ich da ja meistens oft die Nebenmissionen zuerst primär mache, bevor ich ja halt weiter mache. Ne? So, 25 Bestellungen müssen erfüllt werden. Stromverbrauch muss unter 10.000 Watt liegen, also sollte, sagen wir ja mal so. Und wir sollen eigentlich weniger als 600 Zutaten brauchen, ja. So, Budget von 350.000. Wir müssen irgendein Kombo-Menü herstellen. Da sieht man auf der Seite, was da drin sein soll. Ich glaube, Pommes erkenne ich da. Irgendwas mit Chicken Wings. Das könnte ein Hotdog sein und das da weiß ich nicht. Naja, schauen wir mal. Wir geben mal an unseren Roboterfreund. Hier findet heute eine Geburtstagsparty statt. Weißt du, dass manche Menschen den Tag feiern, an dem sie von ihrer Produktionseinheit abgekoppelt wurden? Davon habe ich nie gehört. Jedenfalls feiert heute ein kleines Menschenwesen seine 8. unfreiwillige Umrundung der Sonne. Was für ein willkürlicher gewählter Erfolg. Hier sind 25 Familien, die das für eine ausreichende Leistung halten, um den Nachmittag bei uns zu verbringen. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr irritiert es mich. Bringen wir es hinter uns, ja? Stelle 25 große Familienmenüs in 5 Minuten her. Je schneller die ganzen kreischenden Kinder von hier verschwinden, desto eher können wir uns wieder unser eigenes Leben kümmern. Ah ja, okay. Wir müssen in 5 Minuten Menüs herstellen. Das ist halt mal wieder mal eine Karte, ne? Ja, und wir haben nur eine Ausgabe. Es hat wieder getäuscht da, weil das hat alt ausgesehen wie ein Fenster, wo eine Ausgabestelle ist. So. Gut. Großes Familienmenü. Da sind alle Menüs drin, oder? So, was ist denn das? Also wir brauchen ein frittiertes Huhn, also komplett hier paniert und frittiert. Wir brauchen einen ultimativen Dog. Und dann brauchen wir Pommes. Und den großen Salat. Und das wird alles zu einem Menü zusammengepackt. Gut, was ist am einfachsten? Die Pommes, ja. Nee, wieso sind... Hä? Wieso... Ach so. Jetzt verstehe ich's. Der braucht zweimal Pommes. Ja, wir haben wieder das Problem. Die Bestellungen sind wahrscheinlich schon anstehend. Da können wir wieder keine Steuerungseinheit benutzen. Das wird ja lustig. Ich meine, man könnte eventuell... Ja, nee, das wird schwierig. Wenn man zum Beispiel abfragt, dass ein großes Familienmenü da ist. Dass er dann zum Beispiel aufhört, hier weiter zu dispensern. Und dann könnte es halt auch schon zu spät sein. Das gibt ein riesiges Chaos. Bei solchen Leveln, da bin ich halt immer so ein bisschen verloren, weil ich es halt nicht steuern kann so richtig. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Weil die Bestellungsleser kannst du ja nicht anders einstellen, dass ich sage, ja, wenn die einen Impuls kriegen, dass die dann zweimal spendieren oder so. Wir müssen uns das mal kurz anschauen. Also ich muss mal kurz noch was probieren. Wie ist denn das hier? Beim Wiederholer ist es, glaube ich, so.
Ah, das geht jetzt nicht, da müsste ich irgendwas anschließen. Kann ich vielleicht mal, es ist ja wurscht hier, oder? Das müsste auch linken gehen. Ja, der Bestellungsleser ist ein, wenn der Input an ist. Standard. Okay. Ja, ich kann aber nicht. Ich kann aber jetzt nicht hergehen und halt dann sagen, ja, gut, zack, bums, das geht nicht, nee. Ja, das ist so eine Sache hier. Das irgendwie überwachen und dann doch nicht und, Naja, wir gucken mal, wie das ist hier. Ich guck mal kurz. Ja, genau so wie ich es da dachte. Das steht alles schon an. Hier stehen wahrscheinlich 25, jawohl. Wie dosiert man sowas? Wenn dann nur über die Zeit, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Meinen großen Salat, da müssten wir dann sagen, naja, dass die in der doppelten Zeit spendieren, wie die hier zweimal gespendet haben, damit wir einen großen Salat halt dann erst fertig haben, wenn auch zweimal Pommes fertig sind. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Einen schnellen Spender. Ich weiß nicht, ob wir da schnelle Spender einsetzen sollten. Weil die haben ja die Möglichkeit, innerhalb von 2 Sekunden jeweils ein nächstes Teil zu spendieren. Und dann sagen wir einfach, ja, wir stellen die dann auf 3 Sekunden und stellen die anderen, die normalen Spender hier, auf 6 Sekunden. Ja, nee, das wird auch nicht funktionieren, weil müssen ja die Fertigungszeiten eigentlich noch berücksichtigen. Wir müssten wissen, wie lang ein frittiertes Hühnerteil braucht und wie lang das Verpacken dauert. Das müssten wir wissen. Beziehungsweise auch hier, wie lang die Docks zum Grillen brauchen hier. Dann können wir die Dispenser vorne entsprechend einstellen. Gut, bei den Pommes, ja. Ich würde ja gerne wieder durch eine normale Fritteuse durchlaufen lassen, also so eine Bandfritteuse. Ja, aber da ist es halt die, da können wir halt die Zeit auch nicht bestimmen. Da können wir jetzt schneller stellen oder sonst sowas. Nein, wir müssen halt jetzt mal irgendwie anfangen und wir machen das, glaube ich, mal mit regulären Grills und mit regulären Fritteusen, auch wenn das halt wieder mal die Sache ist, dass man da halt wieder, ihr kennt's ja, dass man da halt wieder Roboter einsetzen muss zusätzlich, ne? Aber wenn wir jetzt halt mal sozusagen auf den Strom scheißen, auf die Zutaten scheißen, dann ist es eigentlich egal. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal für den Salat. Gut, eigentlich könnte man ja auch, nee, es macht keinen Sinn, dann ist nicht mal Anfang gleich. Ist es zu langsam wieder, oder? Ha, verdammt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau lösen soll. Ich meine, das Schnellste werden die Pommes auf jeden Fall sein. Aber für die Pommes... Ja, aber prinzipiell lohnt es doch gar nicht hier. Wir brauchen das zwar immer zweimal. Ob es sich lohnt, überhaupt schnelle Dispenser einzusetzen, das ist die Frage. Die sind halt auch teuer, das ist mir schon klar. Eigentlich können wir alles mit normalen Dispensern machen. Im Prinzip könnte man das Ganze auch praktisch jeweils zweimal hinstellen. Ne? Ja, das sind Fragen über Fragen. Also der normale Dispenser hat eine Zeit von 5 Sekunden, indem man eine Zutat spendiert. Ja. Das muss dann in der Verarbeitungsfabrik. Ja gut, fangen wir einfach mal oben an. Rohe Hühner und fertig. Wobei ich mal gucken will, wie lang die panierten und die Teile dann frittiert werden. So, für den Paniervorgang brauchen wir wieder so einen Zusammensetzer, nehme ich an. Eine Fritteuse. Tomat. Ich sag alles hier alt. So, Rezept panierte Hühnerteile. Betriebsmodus lassen wir normal. 1 Sekunde braucht es zum Panieren schon mal. Okay.
Fertigrichter nach links ist mir jetzt auch egal. Ich will ja nur die Fertigungszeit. Eine Sekunde. Der hier braucht zum Frittieren 6 Sekunden. Also das heißt 7 Sekunden. Innerhalb von 7 Sekunden sollte praktisch ein neues Teil dann gespawnt werden. Gut, dann fällt auch noch das drauf. Der Zutatenzerleger braucht eine Arbeitszeit von 0,75 Sekunden. Das könnte man theoretisch beim Spendieren abziehen, also mit 6 Sekunden vielleicht arbeiten. Ja gut, wir müssen uns eigentlich davon loslösen, dass wir das praktisch zweimal brauchen, also dass wir jetzt hier irgendwie zweimal spendieren. Ja gut, das, wie gesagt, es läuft ja alles auf, ja, auf normaler Geschwindigkeit dann. Oder beziehungsweise, nee, ich meine, es läuft ja alles ungesteuert, deswegen können wir da jetzt auch nicht großartig ja was machen hier von wegen Zutatenbestimmung. Oder ich müsste abfragen, ja, sind denn zwei frittierte Hühner da? Wenn dem so ist, zum Beispiel, dann könnte ich einen Roboterarm aktivieren, der die zwei frittierten Hühner dann von einer Schütte praktisch rausnimmt und dann weitergibt, ne? Da könnte man so ein bisschen was steuern. Ja, das ist... Boah, Leute, da qualmt mir schon wieder das Hirn gleich hier, gleich am Anfang, ne? Nee, wir versuchen jetzt einfach mal irgendwie mit der Zeit zu regulieren. Also gut, dann machen wir mal die Hühner jetzt. Bloß die Frage ist, tue ich das alles durch einen Schnetzler jagen? Oder tue ich gleich drei Schnetzler ransetzen? Ich meine, wenn ich es durch einen durchjage, dann könnte ich ein bisschen Platz sparen. Aber man muss halt dann berücksichtigen, dass es dann Stau geben könnte. Aber ich glaube, das macht in dem Fall ja nichts, weil da kann es höchstens verderben. Das macht dann keinen Unterschied. Ja, es könnte nur dann irgendwann passieren, dass irgendeine Zutat schneller rausgelegt wird. Ich meine, die eleganteste Lösung wäre jetzt natürlich, jetzt hier zu gehen. Ich mache mal die Spender. Und da dann die Schnetzler ranzumachen. Also hier drei Schnetzel ranbauen, aber das ist natürlich auch die teuerste und die Das ist natürlich auch die teuerste und die energieverschwenderische Variante, würde ich jetzt mal sagen. So, wenn wir jetzt aber, wie gesagt, wir scheißen drauf, wir haben keine Stromausfälle, dann können wir es eigentlich so lassen. Also ich sage ja immer, ich mache ja hier in meinem Let's Play nicht die effizienteste Lösung. Ich mache da eigentlich nur die Lösung, die mir hilft, dass ich das schaffe einfach nur. So, wir haben gesagt eigentlich 6 Sekunden dann, da können wir es eigentlich mal auf 6 stellen, ja. Ich meine gut, am Anfang, da müsste es eigentlich sofort spenden, das tut es aber ja nicht, aber ja. So, Ei. Halt, 6 habe ich, okay. Dann habe ich hier die und dann müsste da noch ein Hühnchen kommen, ne? Hühnchen, okay. So, das wird danach dann paniert. Das heißt, es kommt in den Dinger hier rein. Das muss hier ein bisschen so. Ob man das vielleicht noch umdrehen, das Ganze weiß ich noch nicht. Oder ob man das dann hier vielleicht sogar doppelt machen können, die Sache. Das sehen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal einmal das Ganze erzeugen. Und irgendwann müssen wir das Ganze auch hochskalieren, dass ich sage, ja, ich fertige das hier natürlich schneller. Wenn ich hohe Geschwindigkeit mache, dann habe ich 0,8 Sekunden Herstellungszeit. Ja, das bringt mir aber in dem Sinn nicht so arg viel. Das lassen wir jetzt einfach mal. Diese 0,2 Sekunden da sind nur in der Menge dann am Schluss eigentlich ausschlaggebend, würde ich sagen. So. Fließband schnell, die sind halt am teuersten, oder? 500? 250? Naja gut, wir probieren es mal mit den normalen Bändern. Stock! So, weg damit. Das braucht man nicht, das war einer zu viel.
Genau, das wird geteilt und dann. Ja. Passt schon. Und jetzt machen wir da einen Roboter. Multi. Könnten wir eigentlich benutzen. Warte, wir machen es anders. Wir machen das so. Wir drehen das um. Lassen das alles auf die Mitte laufen. Das ist vielleicht besser. So, Multi, jawohl. Multikulti. Das lassen wir so, wie es ist. Dann kommt es raus, muss frittiert werden. Da könnte man die Fritteuse dahin stellen. Dann braucht man einen Roboter. Simpel, reicht da aus. Links. Wenn wir die schneller stellen, was passiert dann? Ja, dann haben wir eine Kochzeit von 4,8. Also da könnte man noch eine Sekunde schneller werden, aber wir lassen es mal wirklich auf normal. Ja, die 1,2 hier, das ist jetzt hier nicht vielsagend hier, ne? So, wenn es frittiert ist, muss das mit einem smarten Roboter ausgeangelt werden. Der kriegt den Filter und da wird hier frittierte Hühnerteile gemacht. So. Okay. Wie geht's denn dann weiter? Dann müssen die frittierten Hühnerteile in so ein Band rein. Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich mal so, ein bisschen so schneckenartig. Nach rechts brauche ich dann noch ein Stück Band, weil ich nicht direkt in diese Verpackungsmaschine rein kann. Das ginge bloß, wenn ich sie direkt hier hinsetze. Oder wir drehen das Ganze um, dann ist das Ding hier an der Seite. Ne, dann ist das, wenn ich es rumdrehe, ja, dann könnte ich den auf Grad ausstellen. Warte, das machen wir. Ja doch, das machen wir. Dann machen wir es gerade nochmal andersrum. Wieder nach rechts. Ja, das kommt ja eh hier links raus, also dann müssen wir da nichts umstellen. Dann kommt das Band hier weg, dann kommt der Roboter da, dann kommt der nach gerade. Dann können wir uns das Band da drin sparen. Dann haben wir hier ein Plätzle mehr frei. Wir sind dann ja hier und ja gut, eventuell, das ist immer, weil das ist ja dann fertig, das frittierte Hühnchen. Das kommt im Prinzip dann hier weiter. Ich weiß noch nicht, wie wir das Band hier machen, das bleibt jetzt mal so. Gut. Dann würde das nächste kommen. Das wäre der rohe Hotdog und die Hotdogbrötchen und so weiter. Ja gut, da brauchen wir dann eine Pumpe wieder und einen Mischer. Senf und Ketchup wird gemischt. Grill, ja. Dahin könnten wir. Wobei, es macht eigentlich auch keinen Sinn. Da könnten wir, wenn wir sowieso schon so einen herkömmlichen Grill benutzen, könnten wir ja von beiden Seiten beladen. Aber das werde ich nicht machen. Wenn man es wirklich jetzt einfach mal ganz banal und easy hier sozusagen. So, wir fangen halt mal hier mit dem Grill an. Ja, gut, da brauchen wir jetzt erstmal den Roboter hier brauchen wir. Dann brauchen wir einen Smart. So, ach, der hat immer eine Kochzeit von 5 Sekunden, okay. Das ist interessant. Weil er weiß ja nicht, was gekocht wird oder was gegrillt wird. So, dann sollten wir uns mal hier wieder Bestellungs. Nee, nicht Bestellung. Spender nehmen. So, da brauchen wir Hotdogbrötchen. Was brauchen wir denn noch? Käse. Also hier kommen die Hotdogs raus. Hotdogs. Wo sind sie denn? Hier. Zutaten zwischen den. Sekunden zwischen den Zutaten 5. Ah ja, jetzt habe ich das nicht. Das muss ich ja. Oder? Ne, muss ich gar nicht. Quatsch. Ich habe das ja jetzt so spendiert. Es ist alles ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ich habe es eigentlich so dosiert, dass das nicht überlastet wird hier hinten.
Weil ich glaube, der kann immer bloß eins und dann muss es ja rausgelagert werden. Der kann ja nicht mehrere hier, glaube ich, vorbereiten und drin behalten. Wir machen es mal eben gleich hier 6. So, dann machen wir hier 6 und dann machen wir hier Brötchen, oder war das? Ja gut, ist eigentlich Piepe, wie wir es machen. Brötchen. Dann war es noch der Käse, ne? Käse. Genau, zweimal Käse, okay. Wir tun das gerade mal umdrehen hier. Eventuell tun wir den dann nachher hier hinstellen, das weiß ich noch nicht. Du tust bitte Hotdogs runter, wenn sie fertig gebraten sind. So. Dann brauchen wir hier doppelt hier den hier. Zutatenzerleger. Man könnte es elegant machen natürlich wieder, aber wie gesagt. Ich will es jetzt einfach nur ganz banal und einfach abhandeln hier. So, der hier ist dann okay. Das kommt auf ein Band. Das kommt auch auf ein Band. Wenn wir den hier hinlegen. Und wenn wir sagen, da kommt jetzt das Fließband her. Das läuft da mit drauf, der Käse. Da brauchen wir Ketchup und Senf, das heißt, wir brauchen einen erweiterten. Ich klatsche es, wie gesagt, einfach mal hier an Anschluss ran, dass es hier möglichst kompakt ist als Klotz hier. So, da brauchen wir jetzt einen. Ja gut, in dem Fall würde ich hier tatsächlich wieder einen Multi nehmen. Ein Multimillionär. So, jetzt gucken wir doch mal. Fertige Gerichte, ja gut, das ist jetzt erstmal wurscht. Ultimativer Dog. Herstellungszeit 4,5 Sekunden. Okay, aber die Zeit ist eigentlich jetzt nicht ausschlaggebend, so groß. Eigentlich ist die Grillzeit hier ja ausschlaggebend, ne? Da haben wir 5 Sekunden. Braucht der Grill, also dann kann die nächste. Ja, wobei der Grill kann mehr Zutaten aufnehmen. Ja, das ist jetzt wieder so ein Ding, was ich da jetzt sage, ne? Der kann ja im Prinzip mit einer kleinen Zeitversetzung, je nachdem wie schnell der Roboter hier belädt, kann er ja praktisch dann mehr, aber wir haben ja 5 Sekunden oder 6 Sekunden Abstand. Ja, da müssen wir einfach mal gucken. So, wir brauchen dann aber hier noch Senf und Ketchup. Muss ich mal ganz nach oben gehen, ha? Komm mit. Pumpe. Ja, die Pumpe brauchen wir auch. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie hinstellen soll. Mal ich da reinstellen. Ja, ich stelle sie mal hier hin. Vorratstank. Moment, nee, wir brauchen ja eh mehr Pumpen. Ja. Ja gut, die haben noch nicht. Die haben noch nicht ihre endgültige Position, würde ich mal sagen. Dann nehme ich einfach mal einen großen Vorratstank. Stell den da hin. Stell den da hin. Den einen kommt Senf und den anderen Ketchup. Na gut, Ketchup ist zuerst dran. Aufladung 100% natürlich. Neuer Rohranschluss. Pumpe. Okay. Dann brauchen wir hier den Senf. Natürlich auch mit einer 100%igen Füllung hier. Neuer Rohranschluss, Pumpe. Okay. So, wie viel muss da spendiert werden? 40 Milliliter und 40, das gäbe dann 80. Naja gut, dann müssen wir an der Pumpe das ein bisschen ändern. Wir stellen das gleich auf 40, damit wir da nicht großartig rummachen. Die Sekunden sind eigentlich da relativ egal. An Flüssigkeit kann ja da nichts passieren normalerweise. Und wie gesagt, das Ganze ist ja eh ungeregelt, das ganze System hier. So, das muss jetzt an den Mischer ran. Das
muss ja gemischt werden, sonst geht es ja nicht. Wir können ja nicht einfach Senf und Ketchup spendieren. Das funktioniert nicht. Also das muss vorher zusammen gemischt werden. So. Da können wir normalerweise hin. Mal den rumdrehen. Hoppala, das war falsch. So drehen. Wo ist denn da der Anschluss? Der ist da, ne? Ja. Der Abgang. So, dann würde ich sagen, Pumpe. Neuer Anschluss an den. Okay. Immer schön okay drücken. Hieran. Okay. So, dann brauchen wir vom Flüssigkeitenmixer. Wieder eine Pumpe, okay. Der pumpt ja nicht selber eigenständig. So, das wird hier ein riesen Knäuel hier. Mal gleich mal wieder an Satisfactory denken. Betriebsmodus, der ging auch schneller hier, der Mischer, aber... So, wir machen jetzt hier mal... Nanü. Scharfe Mayo. Okay, wir müssen das gar nicht mischen. Oder wie? Moment mal. Muss man das nicht mischen? Senf und Ketchup. Nee, dann muss das... Okay, dann habe ich da falsch gelegen. Dann können wir das vergessen. Den Mischer können wir vergessen. Das ist natürlich noch besser. So. Pumpe und Pumpe. Der erste Weg ist, glaube ich, mal dahin. Ja, gut, das ist egal dann. Neuer Rohranschluss dahin. Und... Okay. Ah, nee. Die Pumpe möchte ich bitte. Neuer Rohranschluss hierhin. Okay. Das müsste eigentlich so funktionieren. So. Weiter geht's. Dann gibt es einen ultimativen Dog. Okay, der kommt dann raus. Der muss dann hier mit aufs Bändle. Ja gut, das machen wir einfach ganz primitiv. Fließband. Wir erweitern das hier mal ein bisschen. So. Der kommt ja da raus. Naja gut, wir können das auch anders. Was ist denn jetzt hier kaputt? Oh, da habe ich es nicht ausgewählt. Frittiertes Huhn. So. Aber wir sehen ja hier zum Beispiel auch nicht die Fertigungszeit bei der Verpackungsmaschine. Aber wir wissen, die ist sehr lahmarschig. Das haben wir schon gemerkt. Naja, gut, das schauen wir dann mal. So. Roboterarm Simpel. Der kommt hier hin. So, jawohl, dann kommt es hier zusammen auf das Band. Das läuft dann immer weiter bis zum Schluss, bis wir da die Verpackungsmaschine bauen. Ja, so wird es laufen. Sollte eigentlich laufen. Zeig mal. Okay. Was ist eigentlich, wenn wir noch Energiesparen machen? Naja gut. Haben wir eine krumme Zahl dann. Ich simuliere das mal. Kann man jetzt hier mal... Ja, wir können nicht einzeln, aber... Oder? Na, das geht nicht simulieren. Okay. Schade. Dann müssen wir es eben mal so simulieren. Ist ja wurscht. Dann sehen wir eh alles im Angebot, was läuft. So, da kommt der Brötchen, da kommen die Teile raus, ja, okay. Hier geht es ja jetzt tatsächlich nur um den Hotdog hier. Ja, läuft. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Na klar, dass wir da wieder Bazillen kriegen, das war ja logisch. So, weiter geht's nicht. Wir können ja das nicht hier anders. So. Jetzt hat er. Weiter ging es dann mit... Also das läuft. Also nur Ketchup und Senf nicht gemischt. Sonst wird es ja, glaube ich, hier stehen, was für eine Soße es ergibt. Dann wären zum Beispiel die Kartoffelpommes hier. Die Pommes haben wir ja gesehen. Die kann man eigentlich sehr klein zusammenbauen. Wenn wir es mit einer normalen Fritteuse machen. Aber gut. Das wird halt hier dann... Wir können es aber hier als Strich machen. Als Linie praktisch. So. Das machen wir noch schnell. Dann ist aber die Folge auch jetzt zu Ende. Muss ich schon gleich mal sagen. So. Kartoffeln. Ja, da muss ich gleich mal gucken, wie lang das dauert, bis die... Ja, wobei...
die Fritteuse hat, glaube ich, immer eine Kochzeit, ja. Die hat immer eine Kochzeit von 6 Sekunden, also die nächste Zutat nicht ernter wie 6 Sekunden. Wir brauchen noch einen Schnetzler hier, warte mal, wir können doch auch hier kopieren machen, oder? Macht zwar jetzt nicht viel hier Unterschied, aber naja. So, da müsste ich nicht runterscrollen, ganz einfach. Ich muss eh runterscrollen. Ja gut, Fließband brauche ich jetzt nicht. Das muss jetzt in eine Fritteuse. Gut, bei den... wie war denn das? Wir haben es ja mal gemessen, die Fritteuse müsste genauso schnell sein. Bloß da habe ich halt wieder ein Bedenken. Kann da was schief gehen? Nee, ich habe gesagt, wir machen alles ganz banal mit den einfachsten Gerätschaften hier. Wir machen hier die Fritteuse. Machen da Roboter ran. Simpel. Und einen Smart. Das könnte man... Na, das macht eigentlich wenig Sinn dann. So, Zutatenfüller. Frittiert. Schon lange nicht mehr gemacht, ne? So, Fließband. Drehen. Mein Gut, das könnte man auch ein bisschen eleganter machen. Ich könnte auch hier einen langen Arm machen, der ist auch konfigurierbar. Könnte ich mir das Band jetzt sparen, aber egal. Primitiv. So. Alles klar. Pommes. So. Pommes. Dann klick, 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 klick. Hier wieder. Fließband. Nein. So. Dann wird es mit dem Pommes erledigt. So, mal schauen, schaffen wir noch? Ne, ich glaube derzeit jetzt nicht mehr, oder? Ne, ich würde sagen, den Salat, den machen wir dann. Und da müssen wir es richtig hoch skalieren dann. Da müssen wir gucken, wie lange der dauert. Ob wir überhaupt groß was skalieren müssen, wir müssen wahrscheinlich schon was skalieren. So, warte mal bei den Pommes. Ja, gut, okay. Ja, Leute, dann sage ich einfach mal wieder auf dem Wege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal. Müsst ihr unbedingt wieder einschalten, wenn ihr das sehen wollt. Ja, hinterlasst mir doch einen kleinen Kommentar, macht mir ein Like und wer nichts mehr verpassen möchte und mich unterstützen möchte, der lässt einfach mal ein Abo da, dann verpasst er auch nichts mehr ab von meinen Folgen, ne? Ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.